Vogelfamilie, ich bin Swani und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, ich habe heute noch ein wenig Zeit, ein neues Video für euch zu drehen. Und ja, ich bin einfach so ein bisschen durch YouTube, durch die Kommentare gescrollt und habe einfach mal geschaut, was so für Fragen aufgekommen sind. Nur damit ihr Bescheid wisst, gerade wo ich jetzt das Video hier drehe, habe ich erst ein YouTube-Video auf YouTube vor kurzem wieder hochgeladen. Das heißt, ich habe noch nicht allzu viele Kommentare und Fragen von euch bekommen, wo ich hier irgendwie im Video drauf eingehen kann. Deswegen sind einige Kommentare, die ich hier unten gleich einblenden werde, etwas älter, also ein paar Wochen oder ein paar Monate. Ich habe allerdings ein paar Kommentare rausgesucht, die vielleicht auch für andere von euch interessant sind. Und falls ihr mit im nächsten Video dabei sein wollt, dann kommentiert jetzt mal eure Fragen. Und ja, vielleicht nehme ich ja eure Frage mit ins nächste Video, denn ich dachte mir, dass ich ab und zu jetzt immer mal so Q&As oder Fragen- und Antwort-Videos drehe. Ich antworte natürlich auch auf viele Kommentare, das sieht man meistens auch unten. Allerdings finde ich es auch ganz interessant, die Kommentare nochmal in ein Video mit reinzunehmen, denn dann sieht das nicht nur derjenige, der die Frage gestellt hat, sondern eben auch andere, die das interessiert, ohne dass man halt die ganzen Kommentare durchscrollen muss. Deswegen hoffe ich sehr, ihr freut euch über dieses Video und ich würde sagen, wir legen los mit diesen Fragen. Die erste Frage lautet, wird man nachts schnell wach, also von dem Lärm? Dadurch, dass es nachts natürlich dunkel ist, machen die Vögel keinen Lärm. Also ich kann natürlich nur von mir sprechen, aber sobald es im Raum dunkel ist, egal ob es jetzt durch das Dunkle draußen kommt oder dadurch, dass man Jalousien halt hoch oder runtergezogen hat, machen sie keinen Lärm. Sie schlafen dann eben, sobald es dunkel ist. Es kann aber natürlich sein, wenn sie irgendwie mal die Stange verfehlen oder irgendwas los ist, sie sich erschrecken, dass sie dann halt aufflattern oder auch mal kurz quietschen, sich also ein bisschen bemerkbar machen. Dann sollte man nachgucken, aber ansonsten machen sie keinen Lärm. Kommen wir zum zweiten Kommentar. Und zwar ist es diesmal keine Frage, sondern einfach ja, ein Kommentar, eine Aussage, aber ich dachte mir einfach, ich gehe auch da mal drauf ein. Und zwar, ich verstehe, warum man ein Vogelzimmer hat, aber gerade bei so sozialen Tieren ist es doch schade, dass sie nicht ins Familienleben eingebunden sind, sondern abgetrennt vom Rest der Wohnung leben. Auch für uns Menschen ist es doch schade, dass wir in ein extra Zimmer gehen müssen, um mit ihnen in Kontakt zu sein. Das Vogelzimmer hat bei mir einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, der bei anderen Räumen nicht gegeben ist, und zwar das Thema Sicherheit. Bei uns gibt es sonst nur einen Raum, wo ich die Vögel hinstellen könnte, das wäre das Wohnzimmer. Allerdings befinden sich hier sämtliche elektronische Geräte, also halt auch Kabel und auch Lichterketten, also ganz, ganz viele Sachen, die einfach gefährlich sind, wo sie hinterfallen könnten, die sie nicht haben dürfen. Zudem kommt dazu, dass wir auch im Wohnzimmer arbeiten. Mein Freund und ich, wir arbeiten ab und zu aus dem Homeoffice heraus und ja, wir telefonieren natürlich auch. Deswegen ist es nicht möglich, dass die Vögel ja im Wohnzimmer oder sowas stehen. Auf gar keinen Fall sollten Vögel in der Küche stehen. Das ist super gefährlich und extrem schädlich für die Gesundheit des Tieres. Deswegen ist das Vogelzimmer unglaublich wichtig für mich. Es ist sehr sicher und man kann das einfach ja, für die Vögel speziell anfertigen, gerade für flugunfähige Vögel. Die hätten es bei mir in anderen Räumen wirklich sehr, sehr schwer. Ja, Wellensittiche sind natürlich soziale Tiere, allerdings untereinander. Also ich bin der Meinung, dass die Wellensittiche mich als Mensch, mich als Person absolut nicht brauchen. Ich bin dazu da, um das Futter und Trinken zu machen. Natürlich kann ich mich auch mit ihnen beschäftigen, sie zähmen und so weiter. Aber die Tiere brauchen mich als Person nicht. Also sie sollten untereinander sozialisiert sein, ja, von Wellensittich zu Wellensittich und nicht von einem Menschen abhängig sein. Wenn ich die Wellensittiche mal vermisse und sie unbedingt bei mir in der Nähe haben möchte, kann man sie natürlich mit dem Käfig aus dem Vogelzimmer rausschieben und ja, in sämtliche Räume schieben. Aber wie gesagt, das Vogelzimmer ist für mich einfach die perfekte Lösung. Ein Aspekt, den ich beim Vogelzimmer auch super finde, ist es, wenn man zum Beispiel Besuch hat von anderen Personen, oder halt auch auf andere Tiere aufpasst, wie zum Beispiel den Hund meiner Eltern, ist es super, wenn ich eben einen Raum habe, wo die Vögel die ganze Zeit sich aufhalten können, wo sie die ganze Zeit draußen sind. Die Käfigtür bei meinem Vogelkäfig ist durchgehend offen, sie haben immer Freiflug und das kann man einfach unter anderen Voraussetzungen in den anderen Zimmern nicht bieten. Gerade wenn man durchlüftet oder irgendwas umbauen muss, irgendwas machen muss, ist sowas natürlich perfekt mit dem Vogelzimmer. Hier habe ich dann noch einen Kommentar gefunden, den ich sehr, sehr wichtig finde. Und zwar, bei mir starb einer, weil er in einen Futterautomat gefallen ist, kopfüber, also so übersetze ich das jetzt einfach mal.
Und ich verstehe das jetzt so, es gibt leider bei sehr, sehr vielen Käfigen im Handel, gerade auch Käfige, die viel zu klein sind, die nicht artgerecht sind, gibt es Futterspender aus Plastik bzw. aus Kunststoff, die von außen an den Käfigen angebracht sind. Und ja, viele Wellensittiche klettern von innen in diesen Plastikbehälter rein. Das heißt, diese Vögel gehen kopfüber halt in diesen Plastikbehälter rein, in den Futternapf rein. Ja, bleiben dann stecken und kommen von selber nicht mehr raus. Deswegen bitte, bitte holt euch irgendwelche Futternäpfe und Trinknäpfe aus Edelstahl, die ihr reinhängen könnt und nicht solche komischen, ja, Plastikdinger, die ihr außen ranhängt, weil die sind echt extrem gefährlich. Eine Frage, die mir auch sehr, sehr oft gestellt wird, ist, von wo ist der Käfig? Mein Käfig ist von Montana Cages und zwar ist das der Madeira 3. Ich werde ihn dir sonst gerne mal in der Beschreibung verlinken. Bekommt man noch irgendwo den Link für die Discord-Gruppe, finde den nirgends. Also tatsächlich hatte ich lange ein Problem mit diesem blöden Discord-Link, weil ich das nicht richtig eingestellt habe. Aber ich werde euch jetzt unten in der Beschreibung mal den aktuellen Discord-Link ja, reinpacken. Der läuft auch nicht ab, es ist jetzt immer der gleiche Link. Und falls ihr mit Teil meiner Discord-Gruppe sein möchtet, dann schaut dort gerne mal vorbei. In dieser Discord-Gruppe sind wir über 400 Mitglieder, alle mit verschiedenen Vogelarten, mit verschiedenen Anliegen, Fragen und auch Antworten. Also falls ihr euch über das Thema Wellensittich, keine Ahnung, Nymphensittich, Ziegensittich, sonst was unterhalten wollt, ihr habt irgendwie Fragen oder ihr braucht Hilfe, wir haben ganz, ganz viele Kategorien. Wir haben Notfälle, wir haben Krankheiten, Fragen zu, weiß ich nicht, Ästen, zu Spielzeugen, DIYs. Also ja, falls ihr da Interesse habt, schaut gerne mal vorbei. Hier habe ich dann auch noch einen Kommentar gefunden, den ich auch sehr, sehr oft bekommen habe. Und zwar: Hey, sag mal, was hat denn der hellblaue Wellenstich mit dem Gelbgesicht an der Kloake? Das sieht ja fast nach Legenot aus. Mach weiter so. Bezüglich des Kommentares handelt es sich um meine Peaches. Und ja, also Peaches hat kein Ei oder sonstiges, weil das auch oft gefragt wurde. Peaches hat eine Hernie. Unter dem Begriff Hernie versteht man einen Bruch der Bauchdecke, der durch eine hohe Belastung an einer geschwächten Stelle entstehen kann. Ich vermute eben halt, dass sie diese geschwächte Stelle hat. Peaches wurde damals aber auch schon mal operiert. Und zwar hatte sie damals ein Ei, welches sie aber nicht ausbrüten konnte. Manchmal ist das so, dass die Eier feststecken oder irgendwie verformt sind, dass sie das gar nicht normal ausbrüten kann bzw. legen kann. Und dieses Ei musste eben halt rausoperiert werden. Und es kann sein, ja, dass da vielleicht irgendetwas geschnitten wurde, ja, oder beschädigt wurde. Damit kann das auch zusammenhängen. Also es ist ein Bauchdeckenbruch, den Peaches hat. Einige von euch fragen mich auch, ob man mir einen Brief schicken kann. Damals konnte man mir noch Briefe schicken, mittlerweile aber nur noch Pakete, weil ich das Brieffach abgemeldet habe. Also ihr könnt mir, wenn ihr möchtet, natürlich gerne Zuschauerpakete schicken. Ich werde diese natürlich auch in einem YouTube-Video öffnen. Die Packstation bzw. die Adresse verlinke ich euch einmal unten in der Beschreibung. Bekommt man über eBay nicht nur kranke Tiere? Ich selber habe schon verschiedene Tiere über eBay-Kleinanzeigen aufgenommen und dabei unterschiedliche Erfahrungen gemacht, sowohl positive als auch negative. Deswegen nein, man bekommt definitiv nicht nur kranke Vögel bei eBay-Kleinanzeigen. Es sind in Anführungszeichen oft Secondhand-Wellensittiche, die einfach schon einen anderen Vorbesitzer haben. Das heißt aber nicht automatisch, dass sie krank sind. Das war es jetzt auch schon mit den Fragen, die ich so in der letzten Zeit bekommen habe und die ich einfach mit ins Video reingenommen habe. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, kommentiert sie gerne. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, ein kostenloses Abo und lasst mir ein bisschen Liebe in den Kommentaren da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!